Hallo und herzlich willkommen, liebe Kapselpiloten, zu einem kleinen Mini-Video. Vielleicht eines der unspannendsten Videos, aber schauen wir mal. Ich befinde mich gerade auf dem Testserver, wo in 6-CZ49 sich ein paar Verrückte gedacht haben, hey, packen wir mal Zitadellen an das eine Ende und das andere Ende des Systems und daraus ist irgendwie ein 300 und weiß der Kuckuck was, Ursprung entstanden und ich dachte mir, hey, machen wir doch einfach mal zum Test, wie lange das dauert, mit einem Frachter das Teil zu fliegen. Ich werde schauen, dass ich am Ende des Videos hier einen schönen Zeitcounter einbaue, wie lange ich gebraucht habe, von ich gehe in den Warp bis ich falle aus dem Warp. Es dauert mit dem Teil hier ja allein schon eine halbe Ewigkeit, sich auszurichten. Aber davon mal abgesehen, schauen wir mal. Ich werde während dem Flug nicht allzu viel sagen, also schauen wir einfach mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's.
Ja, und da war er. Der wahrscheinlich längste Sprung, der mit einem Frachter je gemacht wurde. Einfach nur krank. Und es ist einfach nur krank, wenn man sieht, wie sehr hier das System mit Zitadellen zugebombt ist. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, docken wir mal. Das Leben eines Frachterpiloten in a nutshell. Wop, 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 wop. Bin mal gespannt, wie eure Kommentare unter dem Video sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.